what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Während alle anderen Hersteller immer kompaktere SUVs bauen, denkt sich Kia einfach, nein, wir machen unseren Sorento noch einmal größer. Und was der Kia eigentlich so alles kann, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen zu unserem Review über den neuen Kia Sorento. Ganz so neu ist der Sorento ja eigentlich gar nicht mehr, denn er hat schon ein paar Jahre am Buckel. Ich meine, sie haben ihm jetzt erst ein kleines Facelift unterzogen, das momentan noch nicht ausgeliefert wird. Also wir haben noch einen der letzten Modelle vor dem Facelift. Jetzt kommt er dann auch mit LED-Scheinwerfern, einer etwas abgeänderten Front und etwas mehr Connectivity. Man muss auch dazu sagen, obwohl das eigentlich das Vor-Facelift ist, hat der Wagen eigentlich eine sehr moderne Optik. Das Einzige, wo man es noch merkt, ist eben, dass er noch Xenon-Scheinwerfer hat. Das ist bei einem Audi in dieser Klasse mittlerweile nicht mehr Standard, sondern eher schon die Voll-LED-Scheinwerfer. Aber trotzdem finde ich einfach optisch mit diesen langgezogenen Lichtleisten, den relativ großen Kühlergrill und diese sehr bullige Front, wirkt er wirklich noch immer zeitgemäß. Unser Testwagen hier kommt eigentlich mit allen Optionen, die man für dieses Auto bestellen kann. Wir haben das große Panoramadach, das große Navigationssystem, 360 Grad Around-View-Kamera, Allradsystem mit Sperre, 6-Gang-Automatik, das Facelift kommt jetzt mit einer 8-Gang-Automatik und alles, was das Herz begehrt, mit Sitz Heizung, Sitz Klima, lässt der Wagen eigentlich absolut keine Wünsche mehr offen. Angetrieben wird unser Wagen hier von dem 2,2 Liter Dieselmotor, das heute eigentlich schon selten ist, dass ein Auto über 2 Liter Hubraum hat, mit 200 PS und 441 Newtonmeter mehr. Was 1 Newtonmeter wiederum mehr ist als sein Konkurrent, also eigentlich sein Bruder, der Hyundai Santa Fe. Ich muss sagen, im Innenraum gefällt mir der Kia eigentlich richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt habe kritteln muss, gleich von vorne hinein, ist die Optik von diesem Armaturenbrett mit Leder-Plastikbezug, was da drauf ist, denn die greift sich zwar sehr hochwertig an und das ist sie auch, aber sie schaut meiner Meinung nach nicht sehr hochwertig aus. Also das könnten sie, wenn es nach mir ginge, ruhig etwas verbessern, weil dann würde der Wagen gleich noch einen luxuriöseren Touch haben. Ansonsten muss ich sagen, wir haben hier alles an Bord, was das Herz begehrt. Das Einzige, was mir leider fehlt, sind Schaltwippen am Lenkrad. Ich habe hier nur unten auf der Automatik die Funktion, selbst zu schalten mit Plus und Minus. Ja, aber ansonsten haben wir wirklich alles, was man so brauchen kann. Wir haben vierfach elektrische Fensterheber, Abstandstempomat, Spurverlasswarner, Notbremsassistent, Querverkehrswarnung, Sitzheizung und Sitzkühlung. Lenkradheizung ist natürlich auch dabei. Also die Sitzkühlung ist bei diesem Auto richtig praktisch. Ein schwarzes Auto und das große Glasdach, da wird schon ganz schön warm herinnen. Und die schwarzen Ledersitze sind da auch nicht gerade von Vorteil. Optisch sind sie sehr schön und auch vom Komfort her sehr gut. Vor allem sehr breit geschnitten, dass auch etwas korpulentere Personen drin sitzen können. Aber halt eben in der Kombination mit dem Gasdach sehr, sehr heiß. Und deshalb ist es gut, würde ich jedem empfehlen, der sich einen Sorento kaufen möchte, die Sitzkühlung dazu zu bestellen. Navigationssystem funktioniert sehr gut. Wir haben 2-Zonen-Klimaautomatik. Also wie gesagt, wir haben hier alles, was man irgendwie brauchen könnte. Zum Fahrverhalten her muss ich sagen, das hat Autobild auch damals so schön schon gesagt, er mag alles nur nicht hetzen. Also er ist ein sehr komfortabler Genosse. Er fährt ganz gemütlich seine 800 Kilometer auf der Autobahn mit dem Auto. Er federt auf der Autobahn irrsinnig komfortabel. Und ja, das kann man alles wirklich sehr gut, aber so kurvige Straßen, wie wir es hier eigentlich haben, da merkt man dann doch schon das Gewicht, also die mag er dann halt nicht, so, da fängt er leicht zum Wanken an und auch wenn sehr viele Bodenwände auf einmal kommen, dann kommt er etwas ins Wanken. Aber sonst vom Komfort her muss man sagen, erstaunlich komfortabel, sehr feinfühlige Lenkung fast schon. Durch die drei Fahrmodi kann ich mir das alles noch etwas verschärfen, aber er ist halt eher ein sehr gemütlicher Zeitgenosse. Am Heck hat Kia den Sorento relativ einfach gestaltet. Das Einzige, was noch sehr verspielt ist, sind die Rückleuchten. Die passen einfach auch zur Front des Autos. Der Kofferraum bei diesem Auto ist sehr groß, denn man muss sagen, wir haben hier die 5-Sitzer-Variante. Sprich, wir haben keine dritte Sitzreihe dabei, aber dafür eine sehr variabel verstellbare Rückbank. Und somit passen in der kleinsten Konfiguration, wie wir sie jetzt eingestellt haben, über 660 Liter hinein.
Was auch noch ein großer Vorteil bei diesem Auto ist, dass selbst große Personen wie ich sich eigentlich gerade unter die Heckklappe hineinstellen können, so dass man vielleicht bei einem Regenwetter nicht ganz so nass wird beim Einladen. Meiner Ansicht nach ist der Kia Sorento ein echter Favorit unter den großen, aber doch günstigeren SUVs. Denn er hat eine sehr gute Ausstattung, eine Top-Qualität drinnen und einen ansprechenden Preis. Voll ausgestattet, wirklich mit allen Extras, kostet er 55.000 Euro. Und da muss man sagen, da kann sich die Konkurrenz schön festhalten. Der Einzige, was da noch mitkommt, ist eben sein Bruder, der Hyundai Santa Fe. Das Einzige, was mich an dem Auto etwas stört, ist die Auswahl vom Armaturenbrett, also vom Material des Armaturenbretts. Denn es wirkt hochwertig, es fühlt sich auch hochwertig an, aber optisch meiner Meinung nach schaut es wiederum sehr günstig aus. Und von dem her muss ich sagen, das könnten sie beim nächsten Modell überarbeiten, aber das ist meiner Meinung nach auch der einzige Kritikpunkt an dem Auto, denn er kann alles, er hat alles und das zu einem sehr guten Preis. Auf jeden Fall danke an das Autohaus Haab in Weiz für die Bereitstellung dieses Wagens und bis zum nächsten Mal.